Hallo, ich bin die Nicole aus dem Bella Vitalis in Landau, Marie-Curie-Straße. Wir trainieren heute die tiefe Muskulatur. Das ist die Muskulatur, die dein Skelett schützt, stützt und hält. Weil gerade jetzt sind wir alle die meisten im Homeoffice oder auf der Couch und da verlässt uns doch schon so ein bisschen die Haltung, ja? Wir knicken ein, zacken ein, der Bauch kommt mehr raus, der Rücken macht uns Probleme. Vor allen Dingen dein Brustkorb fällt zusammen und du hast nicht mehr so viel Platz, die Lunge zu belüften, weil alles hier eingequetscht wird. Du atmest nur im Oberflächlichen, somit bist du auch anfälliger für Infektionskrankheiten. Ziel unseres Trainings ist heute, richte dich auf und öffne dein Herz. Zunächst kommen wir in die Füße stehen schulterbreit und wir rollen die Schulter zurück. Und wechseln. Und die Arme hoch. Und wir greifen hoch. Zieh dich lang raus. Kann sein, dass dann ein oder andere etwas knirscht. Macht aber nichts. Nimm die rechte Hand ab und komm in die Seitbeuge. Atme ein, komm zurück. Aus, Seitenwechsel. Nur so weit, bis dein Körper zu. Teilweise da ein bisschen Balance, das heißt, nimm erstmal nur dein rechtes Bein hoch und rein. Führ dich so ein bisschen in die Übung rein. Sehr schön. Dann die Arme dazu, Arme hoch, Seite hoch und wieder ab. Kopf hoch, Seite hoch und ab. Die Knie kommen hoch, Seite hoch und ab. Kopf hoch, Seite hoch und ab. Hoch, Seite hoch und ab. Hoch, Seite hoch und ab. Gut, hoch, Seite hoch und ab. Komm hoch, Seite hoch und ab. Schön in die Rotation gehen. So weit, bis dein Körper zulässt. Hoch, Seite hoch und ab. Hoch, Seite hoch. Gerne. Hoch, Seite hoch und ab. Wir bleiben beim Knee Lift. Nimm dein Knie hoch, streck dein Bein nach vorne, komm hoch, nimm dein Bein zurück. Hoch, strecken, hoch, komm ab. Hoch, strecken, hoch und zurück. Hoch, strecken, hoch, zurück. Hoch, strecken, hoch und zurück. Hoch, strecken. Und zurück, letztes Mal hoch, strecken, hoch, zurück. Und die andere Seite. Komm hoch, strecken und zurück. Hoch, strecken und zurück. Hoch, strecken, hoch, zurück. Ja. Und Dankeschön. Komm in den Squat.
deine Fußspitzen zeigen Zähne nach Zähne. Die Knie hast du leicht gebeugt. Bauch und Po sind fest. Komm ab. Ganz kleine Bewegungen ab. Bounce. Halte Bauch fest, halte deinen Rücken lang, Schulterblätter in die Hosentasche stecken. Dann nimm deine Arme in die Seite und wir kommen in so einen kleinen Side Lift. Ja. Bleib stolz. Hopp. Komm hoch. Jawohl. Finde deine Balance. Du kannst deine Arme dazu bewegen, um mehr Impulse zu setzen. Und andere Seite hier. Und halten. Neuer Impuls. Zurück zur Mitte. Nimm deine Hände in Namaste, die Yogis kennen das. Unterarme bilden eine Linie und drück mit deinen Händen fest zusammen. Und jetzt einmal schütteln. Und danke schön. Wir kommen in den Vierfüßerstand. Unterarmstütz. Deine Ellbogen hast du unter deiner Schulter und stützt dich ab. Dann ziehst du mit deinem Knie zur gegenüberliegenden Schulter. Denk auch hier daran, halte deinen Bauch fest, Rücken lang. Letztes Mal. Und komm zurück in den Vierfüßerstand. Wir kommen in High Push Up, Low Push Up. Kannst du mit gestreckten Beinen machen. High Push Up, Low Push Up. Oder wenn es nicht so gut klappt, kannst du gerne auf deinen Knien bleiben. Mit deinem nächsten Ausatmen schieb dein Po hoch zur Decke. Komm in die Position herabschauender Hund. Bleibe hier. Und dann komm mit der linken Hand zum rechten Oberschenkel und umgekehrt. Und komm nochmal in High Push Up, Low Push Up, zurück, herabschauen der Hund. Noch eine Runde. Und High Push Up. Low Push Up und herabschauender Hund. Letzter Durchgang. Dann komm in den Vierfüßerstand. Kreuze deine Füße, setz dich hinter deinen Füßen ab und streck die Beine nach vorne. Halte dich an einer Kniekehle fest und leg dich ab. Nimm die Beine hoch, wenn es möglich ist, so weit strecken, wie es geht. Daumen an die Schläfen, Fingerspitzen an den Hinterkopf
löst deine Schultern weg von der Matte. Unter deinem Kinn hältst du eine Apfelsine fest. Atme tief ein und beim Ausatmen hol dein rechtes Knie zum Oberkörper an. Linke Schulter zieht zum rechten Knie. Ein Punkt zurück zur Mitte und aus, sei die Wechsel. Komm, 8 noch, 7, komm, 6, 5 mehr, 4, nur noch 3, 2 noch, und letztes Mal. Leg dich hier langsam ab. Strecke deine Beine. Klopf ganz leicht am Bauch. Und streck dich, mach dich ganz lang. Danach hol deine Knie zum Oberkörper an. Halte dich an deinen Kniekehlen fest. Und steck die Nase zwischen deine Knie. Komm zurück in den Vierfüßerstand. Hände hast du unter deiner Schulter, die Knie unter der Hüfte. Atme ein, nimm die rechte Hand hoch, atme aus, unter der linke Achsel durch. Ein, komm hoch und aus. Letztes Mal. Danach leg die rechte Schulter ab und zieh mit deinem Po zurück in ganze Länge in deine Wirbelsäule. Komm langsam wieder hoch und Seiten wechseln. Komm rein. Letztes Mal, komm auf deine Schulter, leg dich ab, zieh zurück, langer Rücken. Öffne einmal ganz weit deinen Brustkorb. Ich hoffe, ich habe dich jetzt ein bisschen aufgerichtet. Vielen Dank, bis demnächst. Tschüss.